Ja, also wir haben schon vor einem Jahr eine Pressekonferenz gegeben und dort habe ich gesagt, dass ich noch eins oder maximal zwei Jahre weitermache. Und jetzt nach reiflichem Überlegen habe ich mich entschlossen, dass jetzt die Weltcupläufe im Baden in meinen letzten internationalen Einsatz werden sein. Es gibt viele Gründe dazu und ich habe mir sicher auch Zeit gelassen, das jetzt mir wirklich durch den Kopf zu lassen und mit meinem Umfeld zu besprechen. Ich habe immer wieder betont, dass so die Freude am OL das ist, was mich auch weitertreibt. Und die ist immer noch sehr gross da. Also die würde ich auch mein ganzes Leben noch haben und würde sicher auch immer noch OL machen. Und dafür die Motivation für das Wintertraining und halt auch der grosse Aufwand, der dazugehört, um ganz spitze zu sein, der ist deutlich kleiner geworden. Und ich hatte im letzten Winter auch ein paar schwierigere Phasen gehabt, mit Verletzungen und Krankheiten. Und so konnte ich mich glücklich schätzen, dass ich wirklich noch einmal topfit der WM in Finnland stehen konnte. Und ja, das ist sicher einer der Hauptgründe zu meinem Rücktritt, also die WM in Finnland. Das war jetzt wirklich noch ein absolutes Highlight gewesen. Und ich denke, es gibt fast keinen schöneren Zeitpunkt, als jetzt den aufzuhören. Ich habe drei Gold-Einzelmedaillen gemacht und eine Staffel-Bronzemedaille. Und das in einem Land, in Finnland, wo es auch einen sehr hohen Stellenwert hat. Und es gibt ihnen ja auch einen schönen Kreis. Die erste Goldmedaille habe ich in Finnland gemacht, 2001. Und jetzt die 23. Die ich natürlich auch nie gedacht habe, schon wieder in Finnland. Ja, ich kann sicher auf eine sehr schöne und lange Karriere zurückblicken, mit extrem vielen Erfolgen. Aber ich denke, alles hat mal ein Ende und das ist jetzt wirklich ein schöner Zeitpunkt für mich. Aber bevor das so weit ist, gebe ich sicher noch einen Vollgas jetzt am Wochenende im Baden. Ja, das ist so nach der WM gewachsen. Also gut, eben, wie gesagt, habe ich schon im Winter habe ich so ein paar Gedanken schon an das gehabt, was nicht so ganz ist gelaufen. Und dann dachte ich, ja, jetzt hätte ich dich schon letztes Jahr so aufhören. Gott, da habe ich es ja nicht gemacht. Und dann muss ich auch sagen, vor dem Mitteldistanzrenner WM habe ich wirklich gedacht, das könnte jetzt mein letztes sein. Und es war irgendwie gut gewesen. Es ist noch super rausgekommen. Und ja, dann so in der Woche nach der WM habe ich sicher auch viel mit Matthias geredet und mit der Familie. Und dort habe ich mich auch so in den Gedanken hineinversetzt, wie wäre es, wenn ich aufhören würde. Und dann habe ich dann wirklich gemerkt, mal, das ist gut. Und dann habe ich mich hineinversetzt, wenn ich würde weiterfahren würde. Und dann sind schon wieder solche Gedanken aufgekommen, ja, wenn es dann nicht läuft im Winter. Und halt auch immer den Umgang mit dem Druck, eben im Winter, man muss wirklich gut trainieren. Und jetzt muss man wieder, oder ich will dann fit am Start stehen. Und ja, also ich denke, das habe ich dann gemerkt, dass eben verschiedene Faktoren auch in die gleiche Richtung zeigen. Und es ist nicht nur an einem Faktor, was hängt, dass irgendwie sagen, eben ich kann wegen einer Verletzung nicht mehr, oder dass der Matthias würde sagen, mach nicht mit, überhaupt nicht, dass sie überhaupt nicht die Gründe, sondern dass sie eben mehrere da zusammenspielen. Ja, ich glaube schon, die WMs in der Schweiz die waren wirklich etwas ganz Extremes. Also 2003, was so das erste grosse Hype war in der ganzen Schweiz und mit den Medien, das auch wirklich gross in der Schlagzeile war und halt viermal gut. Und dann letztes Jahr nochmal, dass ich das so erleben konnte. Und jetzt dieses Jahr irgendwie schon noch. Also, ja, weil ich auch gewusst, dass ja, zum Ende geht von meiner Karriere und dass ich jetzt noch einmal gezeigt habe, dass ich in Finnland wirklich bin. Auch ein Land auf allen Disziplinen ist manchmal so hergebracht gegen Konkurrenz, die junge Konkurrenz, die wirklich immer näher kommt. Also da bin ich auch noch extrem stolz drauf. Und klar, das ist jetzt auch noch am frischesten und so.